André Hunko ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 2010 Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Auf seine Initiative forderte die Parlamentarische Versammlung des Europarates die 47 Mitgliedstaaten in einer Resolution auf, den Fall Assange als gefährlichen Präzedenzfall für Journalisten zu bewerten und sich für seine unverzügliche Freilassung und gegen die Auslieferung an die USA stark zu machen. Und ja, so oft wie wir, ich sagte, wir sind halt immer am ersten und dritten Donnerstag im Monat stehen wir vor der US-Botschaft, stehen wir vor der britischen Botschaft. Wir rufen dort, lasst ihn frei. Und immer mal wieder kommt jemand entlanggeschlendert von einer Sitzung zu einem anderen Termin und bleibt bei uns stehen, redet, sagt, was gerade aktuell ansteht. Ja, ein Politiker, für den dies Wort wirklich kein Schimpfwort ist. Ich bin froh, dass er hier ist. Einen riesigen Applaus für André Hunko. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, lieber Thilo, lieber Almut, ich will den Spieß mal umdrehen, weil ich finde, ihr habt eigentlich den größten Applaus verdient, die ihr Jahr für Jahr bei schlechtem Wetter mit 10 Leuten immer wieder am Brandenburger Tor vor der US-Botschaft steht und ruft, lasst ihn frei. Ich finde, den größten Applaus habt ihr verdient und auch die Almuts und Thilos und die vielen, die ich jetzt namentlich nicht kenne, die es auch in vielen anderen Städten in Deutschland gibt, in Europa gibt, ja weltweit gibt. Ich mache Außenpolitik, mache internationale Politik und komme da ein bisschen rum. Und überall auf der Welt finden wir Gruppen, die sich für die Freilassung von Julian Assange einsetzen. Es ist wirklich eine internationale Bewegung. Ich weiß nicht, ob es jemals so eine Bewegung für einen politischen Gefangenen, denn das ist Julian Assange, gegeben hat. Und deswegen will ich den Dank hier einfach mal zurückgeben. Ja, hier wurde gerade reingerufen, Nelson Mandela. Das ist richtig, es gibt sicherlich noch einige andere. Danke, Nicole. Aber es ist wirklich eine tolle Bewegung. Ich war zum Beispiel im Oktober in London bei der Umzingelung des britischen Parlaments und wir waren unsicher im Vorfeld, ob es gelingt, zweimal über die Themsebrücke diesen Weg wirklich abzudecken mit einer Menschenkette und am Ende waren es mit 7000 doppelt so viele und ich habe mit den Leuten gesprochen, sie kamen wirklich aus der ganzen Welt und das ist wirklich wunderbar, dass es eine solche Bewegung gibt. Du hast das angesprochen, warum ist der Europarat wichtig? Oder ich fange erst mal damit an, dass wir im Augenblick wirklich in die ganz entscheidende Phase eintreten, im Kampf um die Freilassung von Julian Assange. Vor wenigen Wochen, ihr habt das alle mitgekriegt, hat ein einzelner Richter, Jonathan Swift, alle Berufungsgründe der Anwälte in einem Papierverfahren, also ohne Anhörung, sondern auf Lage der Papiere, für das er 9 Monate brauchte, zurückgewiesen. Und das ist eine Schande. Und jetzt haben die Anwälte nochmal dagegen sozusagen Einspruch eingelegt. Und ich bin kein Jurist, aber was mir die Anwälte erzählen, ist, dass dieses Verfahren, das dann von 2 Richtern gemacht wird, kann innerhalb von 5 Tagen einberufen werden. Also es kann nächste Woche sein, es kann auch im Herbst sein. Und
vieles deutet darauf hin, dass auch diese zwei Richter das ablehnen werden. Und dann wird es richtig ernst, weil dann sozusagen sofort Julian Assange in einen Flieger gesetzt werden kann und in die USA ausgeliefert werden kann, wo ihm dann 175 Jahre Gefängnis drohen. Und dagegen, gegen diesen Prozess, haben die Anwälte von Julian Assange schon beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, also nicht zu verwechseln mit dem EuGH in Luxemburg, sondern im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, der Teil des Europarates ist, wo auch Großbritannien Mitglied ist und dessen Urteile völkerrechtlich verbindlich sind und wo Großbritannien sich verpflichtet hat, sämtliche Urteile umzusetzen und auch bislang immer wieder umgesetzt hat. Dann wird es eine einstweilige Verfügung, eine sogenannte Interim Measure, sehr wahrscheinlich dieses Gerichtshofes geben. Und dann kommt die große Frage, wird das die britische Regierung akzeptieren? Weil wir haben das im Fall von Erdogan gesehen, dass er letztinstanzliche Urteile des Straßburger Gerichtshofs, obwohl sie völkerrechtlich verbindlich sind und obwohl sie das unterschrieben haben, ignoriert hat im Fall von Kavala und Demirtas. Und das ist sozusagen der Verfahrensweg, der jetzt noch vor uns steht. Also es ist in Großbritannien noch nicht zu Ende, sondern dann kommt noch Straßburg. Aber die jetzige britische Regierung tut gegenwärtig alles, um die Bindekraft des Straßburger Gerichtshofes zu schwächen. Mit einem sogenannten Human Rights Act wird auch Stimmung gemacht. Aber bislang sind alle Urteile umgesetzt worden. So, und im Europarat ist nicht mit der EU zu verwechseln, da ist ja Großbritannien auch draußen, gibt es auch ein Parlament, da bin ich aktiv. Das hat Thilo eben darauf hingewiesen. Dieses Parlament hat gute Resolutionen verabschiedet, auch letzte Woche nochmal. Und auch die dortigen Berichterstatter für politische Gefangene und für Menschenrechtsverteidiger haben mit einem auch sehr, sehr deutlichen Statement sich nochmal zu Wort gemeldet. Und auch die Menschenrechtskommissarin des Europarates, also der politische Rahmen, ist ziemlich gut, ganz im Unterschied zur Europäischen Union in Brüssel, wo es alle Versuche gescheitert sind, irgendeine substanzielle Erklärung des gesamten Parlamentes oder anderer EU-Institutionen für Julian Assange hinzukriegen. Das liegt einfach daran, dass der Europarat auf Basis der Menschenrechtskonvention basiert und hier durchaus, gute Entscheidungen gemacht hat. Das wird jetzt die Auseinandersetzung sein in den nächsten Wochen und Monaten. Es war Julian Assange selbst, der meine Kolleginnen aus dem Bundestag, Heike Hensel und Sevim Dadelen, im November 2019, als sie ihn im Belmarsh besucht hatten, darauf angesprochen hat, dass es doch eben diesen Menschenrechtsgerichtshof gibt und ob sie nicht jemanden kennt, der im Europarat aktiv ist. So bin ich dann sozusagen da aktiv geworden und das ist auch bemerkenswert, wie klar schon Julian Assange damals diese sozusagen Situation in Europa hatte und was letztlich seine letzte Hoffnung ist, weniger die britische Justiz als der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Ich sage das immer, ich sage das auch schon seit Jahren, wie das sozusagen der Weg ist, aber all das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass er eigentlich sofort morgen freigelassen werden sollte und nicht darauf warten sollte. Wir sagen wirklich sofortige Freilassung von Julian Assange. Und weil wir jetzt in eine entscheidende Phase gehen, habe ich den Vorschlag von Stella Assange oder hier in Berlin von Christian Deppe aufgegriffen und habe alle Reden im Bundestag begonnen, damit zu enden,
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Julian Assange sofort freigelassen werden sollte. Und bei der ersten Rede saß Annalena Baerbock da, die ja wenige Tage vor der Bundestagswahl genau auf diese Resolution referiert hat, auf Abgeordnetenwatch, gesagt hat, sie teilt das vollständig und seitdem schweigt. Aber das Gute ist, dass jetzt letzte Woche diverse Abgeordnete das aufgegriffen haben, auch im Bundestag, Selim Dadelen selbstverständlich, die sich genauso wie ich für Julian Assange einsetzt, aber auch der bis dahin wenig bekannte Peter Haidt von der FDP, der plötzlich am Ende einer Rede sagte, im Übrigen bin ich der Meinung, Julian Assange sollte sofort freigelassen werden. Und auch bei der Sitzung in Straßburg letzte Woche diverse Abgeordnete, die ich auch zum Teil nicht kenne, darunter nicht nur Jeremy Corbyn, selbstverständlich, der sich sehr dafür einsetzt, sondern auch ein mir völlig unbekannter britischer Lord, der das dort auch vorgetragen hat. Und Abgeordnete aus Irland, aus Spanien, aus Griechenland, aus Zypern. Also das ist, ich hoffe, dass es gelingt, vielleicht so eine kleine Bewegung hier auch aus den Parlamenten heraus aufzubauen. Ich bemühe mich jedenfalls, ich werde das weitermachen und auch die anderen Abgeordneten versuchen zu motivieren. Und mache ich direkt die Überleitung, Thilo, zu Deepa Driver, die heute aus London gekommen ist, um zu euch zu sprechen. Deepa Driver ist Gewerkschafterin, Universitätsdozentin, aber vor allen Dingen ist sie Prozessbeobachterin in London und auch für die Fraktion der Linken im Europarat, die da vielleicht noch ein bisschen besser arbeiten als hier im Bundestag insgesamt, die dort sozusagen jetzt formal auch die Prozessbeobachterin für diese Europaratsfraktion ist und in jeder Sitzungswoche dort das Lobbying macht, mit den Abgeordneten spricht, aller möglichen Fraktionen, informiert über die aktuelle Situation und auch sicherlich sehr dazu beigetragen habe, dass das dort richtig zum Thema geworden ist im letzten Mal. Herzlich willkommen in Berlin, Deepa Driver, danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich danke euch für die Einladung und freue mich sehr, heute gemeinsam mit euch hier in Berlin zu feiern. Wir sind heute nicht nur hier, um Julian Assanges Geburtstag zu feiern, sondern auch den Mut, den Intellekt und die Solidarität zu würdigen. Dies alles brauche es, um die Wahrheit über die 780 muslimischen Männer und Jungen zu veröffentlichen, die von den Straßen anderer Länder entführt unrechtmäßig nach Guantanamo überstellt würden, die dort von denen gefoltert würden, die Vorgaben, die Gesetze waren. Wir sind hier, um das Überleben und die Gerechtigkeit für Khaled El-Masri zu feiern, einen deutschen Staatsbürger, der im Urlaub war und an der mazedonischen Grenze entführt, vergewaltigt, gefoltert und gebrochen wurde. Ehemann feststellte, dass es sich um eine Verwechslung handelte. Er wurde dann mitten in der Nacht an der albanischen Grenze abgesetzt und nach Deutschland zurückgeschickt. Dort versuchte er, die Scherben seines Lebens aufzusammeln.
inzwischen wir aus WikiLeaks veröffentlichen, dass auf den deutschen Staat Druck ausgeübt würde, um den Fall von Khaled al-Masri geheim zu halten, ohne jegliche Wiedergutmachung. Herr al-Masri hat nun da des Mutes der Whistleblowerin Chelsea Manning und von WikiLeaks vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Recht bekommen. Wir feiern Gerechtigkeit für ihn und für die 2 Millionen Menschen, die im illegalen Krieg im Irak getötet, verstümmelt und vertrieben wurden. Für Hanan Saleh Masoud. Für Hanan Saleh Masoud, ein 8-jähriges Kind, das von Soldaten auf den Straßen von Bagdad getötet wurde. Seine Geschichte wäre immer noch unbekannt. I'll stop here because I am less spontaneous when I read from my script. But it's, what I want to say is that it's really, really important that you are here today. Jetzt kann ich spontan noch was auf Englisch sagen. Sehr wichtig, dass Sie hier sind. Sehr, sehr wichtig. This is because it is not normal for the extraditing state to pretend that journalism is espionage and to extradite a journalist whom they have spied upon persistently for several years and for British justice not to notice. Denn es ist alles andere als normal, jemanden auszuliefern, der aufgrund eines sogenannten Spionagegesetzes, der lange ausspioniert wurde, selbst. And what is also unusual is that the British state doesn't care that their own lawyers have been spied upon. You know, this is not normal process. Und es ist total unnormal, dass auch die britischen Anwälte ausspioniert wurden. And in all of this, you know, in the US, the conditions that Julian has pre-trial will be determined by the same people who tried to assassinate him, who plotted to assassinate him when he was in the embassy. Und wenn er ausgeliefert werden würde, wären es die gleichen Menschen, die für sein Verfahren verantwortlich werden, die ihn vorher versucht haben umzubringen. Schon in der Botschaft, in der ecuadorianischen Botschaft und dann danach. So British justice isn't really working. People think that Britain has a long culture of justice. But the case of Julian Assange has showed us something that even the leaks didn't open our eyes to, which is that the system is completely broken. Also, das Recht in Großbritannien funktioniert nicht, obwohl wir doch so stolz sind auf unsere lange Tradition von Recht, von Gesetzen. Funktioniert es nicht, es ist kaputt. And I'm grateful for your solidarity, because it is in Europe that a decision will be made whether or not we agree that truth can be silenced and war crimes can be classified away so that we don't know what our governments do in our name with our money. Deswegen ist es so wichtig, die Entscheidung wird in Europa fallen, ob Kriegsverbrechen verschwiegen werden können, als Top Secret dargestellt werden können oder ob sich die Wahrheit durchsetzt. Das wird in Europa entschieden. Deswegen bin ich sehr dankbar für Ihre Solidarität. Every day that I have been in that court over the last 4.5 years,
all I have seen is greater and greater indignity, humiliation, the disrespect for international law, whether it is Niels Melzer's findings or the findings of the UN Working Group on Arbitrary Detention. It's time for ordinary citizens like us to stand up for truth, to stand up for justice, to stand up for Hanan, to stand up for Khaled, to stand up for Julian. Thank you.